Fünfte Bundesliga-Brunch der Sportregion Stuttgart fand in Goifelden-Öschelbronn statt. Gemeinsam mit dem Verein zur Förderung des Radsports in Goifelden hatte die Sportregion Stuttgart die Macher der Erst- und Zweitligisten zum Gedankenaustausch eingeladen. Rund 30 Vereinsvertreter folgten am Pfingstsonntag der Einladung und kamen in den Landkreis Böblingen. Los ging's in der RSV-Vereinsgaststätte am Radstadion. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Johannes Buchter, welcher kurz auf Goifelden und seine drei Ortsteile Nebringen, Öschelbronn und Tailfingen einging, hieß Schatzmeister Wilfried Scheible als Vertreter der Sportregion Stuttgart die anwesenden Vereinsvertreter willkommen. Dann kam Rainer Dinger zu Wort. Der Vorsitzende des Vereins zur Förderung des Radsports in Goifelden ging in seinem Vortrag »Unser Radstadion – ein Juwel im Goi« auf die Historie der Öschelbronner Radrennbahn ein. Danach hatten die Vertreter des hiesigen Spitzensports die Möglichkeit, sich in entspannter und gemütlicher Atmosphäre auszutauschen. Das Organisationsteam des Vereins zur Förderung des Radsports in Goifelden hatte sich dabei sehr viel Mühe gegeben, um so den Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Also es war ein Top-Event, wieder super organisiert von der Sportregion, wie man es kennt. Mitnehmen konnte ich zum einen, dass wir unabhängig von der Sportart eigentlich alle dieselben Sorgen und Nöte haben, weil wir ja doch alle irgendwo eine Randsportart sind. Wenn man jetzt hier rumguckt, was wir vertreten haben, Radsport, Frauenfußball, Frauenhandball, Lacrosse, Schwimmen, das sind alles Sportarten, die leider zu wenig präsent sind. Der Vortrag ist natürlich sensationell hier, weil was dieser Verein auf die Füße gestellt hat mit diesem Bahnbau, ist speziell für den Radsport hier in Württemberg extrem wichtig, weil es einfach die einzige überdachte Trainingsmöglichkeit auf der Bahn ist. Und das ist natürlich toll. Und der andere Punkt ist sicher, dass man sich vielleicht auch mal mit anderen Bundesliga-Teams und anderen Sportarten austauschen kann, was ja sonst nicht eine Möglichkeit ist. Wie ist in der Region Bundesliga-Sport zu betreiben? Mit welchen Schwierigkeiten kämpfen Sie am meisten? Das Hauptproblem ist Thema öffentliche Meinung. Also zu trainieren auf Straßen ist manchmal doch Spießrutenlaufen. Und das andere ist Sponsorensuche. Da haben wir es im Radsport im Moment sehr, sehr schwer. Also ich fand es mal ganz interessant, eine ganz andere Sportart kennenzulernen als Leichtathletik. Radrennen und das Ganze drumherum, das ist einem als Leichtathlet nicht geläufig. Und ich war überrascht, was doch alles dahinter steckt. Und so eine Veranstaltung wie jetzt hier durchzuführen. Und ich finde so dieses Bundesliga-Brunch, bin wie gesagt zum ersten Mal dabei. Ich finde es einfach informativ, auch mal andere Sportarten etwas näher kennenzulernen, auch mit den Leuten zu sprechen, die andere Funktionen ausüben in anderen Sportarten. Das finde ich einfach eine ganz tolle Gelegenheit. Also es hat mir sehr gefallen, wie der Herr Dinger hier erklärt hat und was hier geleistet wird ehrenamtlich, wie viele Helfer und wie viel Leidenschaft da drin steckt. Unglaublich, wie man das alles hier finanziert hat und hat mir sehr gut gefallen. Und da würde ich mir auch einige Helfer wünschen, die so leidenschaftlich dabei sind. Also konnte man für den VfL Sindelfingen auch so ein paar Dinge mitnehmen? Ja, ich denke, wir sind auch immer am Umstrukturieren und natürlich uns wieder weiterzuentwickeln. Und da ist es schon wichtig, dass man immer wieder auch über den Tellerrand rausguckt und mal guckt, was andere machen. Und das ist schon sehr überzeugend, was hier stattfindet. Zudem bestand für die Teilnehmer des Bundesliga-Brunch an diesem Tag die Möglichkeit, ein großes Rad-Event live zu erleben. Denn direkt neben der Gaststätte wurde im Öschelbronner Radstadion die zweite Station der internationalen Dreibahnentournee durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche Rennen mit internationaler Beteiligung ausgetragen. Am Start waren sowohl Männer und Frauen als auch der Bahnradnachwuchs. Auf dem Programm standen unter anderem Punktefahren, Madison, Mannschaftsverfolgung und Sprint. Die Dreibahnentournee startete am 18. Mai 2013 in Oberhausen. Das Finale fand dann am Pfingstmontag in Dudenhofen statt. Es war das fünfte Mal, dass der Bundesliga-Brunch angeboten wurde. Die Premiere erfolgte im Jahr 2009 in Stuttgart-Bad Cannstatt. Im Jahr 2010 wurde der zweite Bundesliga-Brunch im Gazi-Stadion in Stuttgart-Degerloch durchgeführt. Im Jahr 2011 traf man sich im Maritimhotel in der Stuttgarter Innenstadt, ehe man 2012 im Stuttgarter Neckarpark zu Gast war. Die Reihe wird im Jahr 2014 fortgesetzt.